Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2, heute am 29.05.2017. Und meine Fresse, ist das warm heute. Leck mir die Füße. 31,4 Grad haben wir gerade bei mir im Zimmer, ne? Wie gesagt, 18.22 Uhr haben wir, das heißt, bald sollte sich vielleicht abkühlen. Ich habe ja bei mir ein Problem. Von abends an quasi ist die Butze hier komplett auf der Sonnenseite. Und mein Rechner müht sich auch schon krass einen ab. Eine Sache vorweg, genau, ich habe mir jetzt die letzte Aufnahme noch nicht angeguckt. Weil die erste Aufnahme, die ich jetzt quasi nur mit 30 Frames aufgenommen habe, weil 60 Frames macht hier noch keinen Sinn. Weil, die PlayStation gibt es eh nur 30 aus, glaube ich, maximal, wenn ich mich da jetzt nicht komplett täusche. Und B, wenn ich nicht den HD hochlade, ist das eh uninteressant, wie viele Frames das Video hat. Und vielleicht ist es auch gefährlich, deshalb ist es nicht den größten Müll. Jedenfalls, falls die letzte Aufnahme irgendwie scheiße war, kacke aussah oder sonst irgendwas, ein bisschen langsamer lief, es wird diese Aufnahme leider auch so sein, ne? Weil ich möchte meine Rechner jetzt bei dem Wetter nicht überfordern. Gut, ich habe mich auch schon mal umgeschaut, was ich hier machen kann. Ja, war Doofheit von mir. Also nicht. Na, okay. Ich bin auf jeden Fall auch mitverantwortlich dafür, dass wir nicht weiterkamen. Denn wir hatten ja hier den lustigen Schalter, ne? Ich habe hier mal irgendwann vor. Passiert jetzt noch was? Oder? Vor geraumster Zeit habe ich den ja mal gedrückt, ne? Und zwar sah das zum Zeitpunkt des ersten Drückens noch so aus. Nur, dass der Aufzug nicht offen war. Ich glaube, da haben wir hier gerade noch so eine, oder beim letzten Mal noch so eine Tür weggemacht. Und da habe ich den Knopf gedrückt und gedacht, okay, hier, was passiert hier doch, ne? Haben wir umgeguckt, bla 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 bla. Und da war der Aufzug nämlich weg. Und da war nur noch ein Gitter da. Und ich habe gedacht, das wäre eine Doppeltür gewesen. Ist aber nicht so. Nee, das ist ein Aufzug. Das wusste ich nicht. Und, ich fresse mal Medipack, weil gleich kommt Gegner. Das habe ich schon feststellen dürfen. So, okay. Das heißt, wir können weiter. Wir müssen jetzt noch hier irgendwie so eine Sicherung oder sowas finden. Keine Ahnung, wir haben ja nur irgendwo so einen Stromkasten, der nicht funktioniert. Ich hole schon mal meine Knifte raus. Ich gucke gerade mal, wie viel Munition ich noch habe. Heute war auch so ein richtiger Bumstag, ne? Also, das lag jetzt nicht an der Arbeit, sondern einfach, ey, mir ging es nicht gut. Ich bin heute Morgen aufgewacht, mir war total übel. Also, liegt wahrscheinlich am Wetter. Und das beginnt das ganze Wochenende schon nicht so pralle, ne? Also, hab dann zwar Mittwoch schon gestreamt und Bier getrunken und Samstag auch nochmal ganz viel Bier getrunken, ne? Und so. Hab auch gestern richtig krass verpennt, als ich zu meiner Mutter wollte. Aber Chris und Chen waren halt relativ lange da. Hab mir einen Wecker gestellt, wusste aber nicht, wenn ich das Handy lautlos ist, dass der Wecker dann auch lautlos ist, was ja total schwachsinnig ist. Aber egal. Ja, und auf jeden Fall, so jetzt heute, also gestern ging das einigermaßen, aber heute geht's mir richtig nicht, richtig ungut. So was den Magen angeht. Jedes Mal, wenn ich was esse, kriege ich auch übel Sodbrennen und so. Naja, weiß nicht. Ich denke mal, das liegt am Wetter, morgen soll sich aber schon wieder abkühlen. Das heißt, das sollte eigentlich ein ähnliches Thema sein. Okay, gut, was ist jetzt hier Phase? Kommt jetzt hier rechts ein Aufzug oder was? Oder auch nicht. Oh, der fährt weg. Und ich kann runter. Okay. Schön. Achso, mir wurde viel von euch schon wieder gesagt, ne? Das ist halt wirklich das Coole. Wenn ich so nicht allzu alte Videos habe. Moment, ich glaube, das ist aber in Ordnung, ne? Warum das denn? Ja, wenn die Videos nicht allzu alt sind, dann kann ich halt eure Kommentare noch sehr gut lesen. Und ihr habt mir Tipps gegeben, wie ich gut kämpfen kann. Weil das ist ja jetzt nicht so hier meine Stärke. Ich werde ja pro Mensch, den ich hier angreife. Oh mein Gott, warum ist das schon wieder so dunkel? Verliere ich ungefähr 85.000 Energiepunkte. Shit, warte mal. Ich schwimme lieber nochmal zurück. Geh nochmal kurz an Land. Also an die Luft meine ich. Hier so, da so. Bitte nicht an der Wand festhängen, Lara. Mein Rechter ist so am Kreischen, ne? Aber der hält das schon durch. Der hält stundenlange Streams aus. Zig stundenlange Streams. Da muss er dann auch abkönnen. So. Was ist hier los? Ich möchte jetzt keine Fackeln, also nicht großartig benutzen. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Da, wo ich doch hin wollte. Sehr gut. Das ist nämlich genau der Bereich, den ich letztes Mal gesucht habe. Was ist das? Aha. Ich kann es leider nicht erkennen. Warte mal. Ein Schaltkreis. Ach so, ist das so ein. Ja, der funktioniert bestimmt noch unter Wasser. Mhm. Klar. Ich will gar nicht wissen, wie lange der hier schon liegt und vor allem, wie der riecht. Aber hier gab es noch irgendwas anderes, ne? Irgendwo noch einen anderen Weg. Muss ich mir erstmal gucken. Okay, mein Gott, ich habe schon wieder gedacht, da wäre jetzt irgendwas nicht richtig bei der Aufnahme. Aber scheint alles zu laufen. So, ich glaube, hier muss ich hin, ne? Wäsche doch gerade schön im Hintergrund die Wäsche. Also heute mache ich auf jeden Fall einen ruhigen Feierabend. Bin ja auch relativ früh rausgekommen, aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich glaube, ich werde wirklich alt. Ich meine, mich hat das Level. Ja, auf jeden Fall, Dennis. Das Wetter früher zwar schon immer angekotzt, wenn dann so. Oh, da ist ein Hebel. Hallo, ich bin's, der Hebel.
Ich habe mich zwar immer angekotzt, ne? Aber ich habe es ausgehalten. Was ist das? Oh, bitte, bitte, lass mich... Ah, da gibt's Luft. Ich liebe dich. Und da ist eine Ratte. Ach, ich glaube, hier waren wir doch schon mal, ne? Hier kann man doch über den anderen Weg irgendwie dahin. Ja, da brauchen wir jetzt hier wirklich... keine Granatwerfer für nehmen. So. Lass dich nicht von der Ratte töten. Da sehe ich doch auch schon was irgendwie. Oder? Nee, da kam ich her. Ich habe nichts gesagt. Gut, das heißt, wir müssen jetzt da hoch. Das sollten wir hinbekommen. Oh ja! Ach, das war dumm. Ja, bei jeder Aufnahme muss ich mich erstmal wieder neu akklimatisieren. Ihr habt doch auch schon behauptet, ne? Also meine größten wahnsinnige Behauptung, die ich aufgestellt habe, von wegen, ja, ich bin ja schon besser als am Anfang im Spiel. Habt ihr zufälligerweise auch, ja, zumindest teilweise bestätigt. Ich meine, ihr habt ja viele Parts noch nicht gesehen, die ich jetzt schon mittlerweile aufgenommen habe. Aber gut, ich habe jetzt auch noch einige Parts noch nicht gerendert. Ich wollte eigentlich, dann habe ich es auch ein bisschen verpeilt vor Aufnahmebeginn. Ich wollte die alten Parts ja eigentlich noch rendern. Dann habe ich aber wirklich verpeilt. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo kann ich denn jetzt einen Schaltkreis anlegen? Kann übrigens sein, dass immer ein bisschen Wind kommt, ne? Dass hier so ein leichtes Windrauschen hat. Aber ohne Ventilator würde ich sterben, höchstwahrscheinlich. Jetzt bin ich wieder hier. Bin ich gar nicht hin. Ah, warte doch, ich komm da unten noch lang, ne? Jipp. Jappi, jappu. Nee, warte. Nee. Hier ist falsch. Auf jeden Fall ist hier falsch. Hä? Warte mal. Bin ich jetzt komplett Banane? Ich muss nur kurz ins Gedächtnis rufen. Hier war ja der ganze Kram mit den Ventilatoren, das weiß ich noch. Also mit diesem Lüftungssystem. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber ich dachte eigentlich, muss ich jetzt doch wieder zurückschwimmen oder bin ich jetzt gerade einfach nur in die falsche Abzweigung lang gegangen? Ah, hahaha, jetzt weiß ich, wo ich nicht bin. Okay. Springen wir nochmal weiter hoch. Vielleicht war es auch mein Fehler. Oh ja. Bitte einmal hoch. Dankeschön. Was ist da? Nix. Nix ist gut. Ah, jetzt bin ich wieder noch. Ah, geht doch. Gut. Ich muss trotzdem überlegen. Fuck, wie kam ich nochmal an diese eine Stelle ran? Das war... keine Ahnung. Genau, hier brauche ich den Schlüssel. Den habe ich auch schön gefunden. Muss ich echt überlegen. Warte mal. Da kann ich gleich mal nicht... Okay. Ich wollte... Gut, dass ich nicht runtergesprungen bin. Todesmutig wollte ich hier schon alles geben. Nee. Ich glaube, da kann ich runter, oder? Gucken wir uns das lieber nochmal an. Hoi. Ja. Halt dich fest! Dann halt nicht. Hauptsache, du verlierst keine Energie. Dann bin ich glücklich. Was sind das denn hier für mystische Geräusche, die hier immer wieder kommen? Boah, wie kam ich denn nochmal? War das da oben irgendwas? Nee, ne? Da war ich letztes Mal. Da hab ich schon gedacht, ah, da muss ja hier Mr. Gedöns hier einsetzen. Fuck. Kurz überlegen. Ich meine, hier bin ich falsch. Hier hab ich zwar letztes Mal relativ viel Zeit verbracht. Ich kann mich auch noch in den Vorraum erinnern. Das ist ja relativ dunkel und da muss man ja wieder die Tür aufmachen, damit man da wieder reinkommt von oben. Das heißt, ich müsste eigentlich zurück. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich denn zurück? Geronimo! War richtig scheiße. War ein richtig scheiß... richtiger Scheißsprung. Okay, dann begeben wir uns doch mal auf die Suche. Ich brauche Licht! Hier bin ich falsch. Habe ich oben angefangen oder unten? Das weiß ich auch schon nicht mehr. Shit. Aber ich bin über diesen einen Raum gekommen und habe dann ja erstmal verzweifelt versucht, irgendwas zu finden. Was mir nur irgendwie im geringsten einmal glücklich stimmen könnte. Offensichtlich ohne Erfolg. Hoi! Hoi! Komm, du hältst dich da jetzt fest. Danke. Also da muss ich auf jeden Fall nicht hin. Vielleicht. Vielleicht auch doch. Ich kann es nicht sagen. Ich bin ja letztes Mal wirklich bis zur Oper zurückgegangen. Also von daher bin ich guter Dinge, dass wir jetzt eher den Weg finden. Okay, da geht's wieder runter. Genau, von hier aus kam ich, ja. Ja, ja. Dann bin ich da hochgeklettert. Und dann kam ich an diesen einen Bereich rein. Mit dem Hund und so. Da muss ich auch oben hin, ja. Ich glaube, ich sehe den Raum schon. Da oben, wo das Gitter ist. Der müsste das eigentlich sein.
bin ich nur noch voller Hoffnung, dass es auch so ist. Also bin ich doch einmal im Kreis gerannt. Warte mal. Ist das die Schalltafel? Ja, da ist tatsächlich die Schalltafel. Cool. So. Gut. Jetzt du doch mal überlegen, was muss ich hier nochmal machen, um da hinzukommen? Ja, das ist nur der Bereich. Schwimmen muss ich, denke ich mal, nicht. Das ist der Aufzug. Ich weiß es nicht mehr. Oh, denk nach, denk nach. Klettermäßig ist da, glaube ich, auch nichts. Tut mir echt leid, dass ich das jetzt leider schon wieder vergessen habe. Ich wollte eigentlich auch schon wirklich gestern aufgenommen haben. Da habe ich halt leider ein bisschen zu lange gepennt. Das war total, total kuriose Situation. Das war auch für mich so, so unangenehm, ne? Weil ich wollte eigentlich um 13 Uhr zu meiner Mutter. Wie gesagt, Chris und Shen waren schon relativ lange bei mir. Und ich dachte, ja komm, pennst eine Stunde, ne? So nach dem Motto. Dann wachst du wieder auf und gehst dann zu deiner Mutter. Gehst vorher noch schön duschen und alles. Nee, war nicht. Ging nicht. Weil, ne? Wecker zwar gestellt und alles, aber alles komplett ignoriert. Haben wir auch alle versucht anzurufen und so. Natürlich gedacht, es sei was passiert. Und ich einfach nur, ich habe ein bisschen verschlafen. Das war mir echt so richtig unangenehm. Kann man nicht anders sagen. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht komme ich da irgendwie von hinten noch an irgendwas. Ah nee, das ist ja nur. Da ist ja auch nur der Schwimmbereich da. Aus dem. Ein Bereich. Fuck, wie komme ich zurück? Ja, ich glaube, ich werde das auf jeden Fall rausschneiden, weil es macht jetzt, glaube ich, so nicht viel Sinn, euch jetzt hier die ganze Zeit mitzunehmen. Ausnahmsweise mal, ne? Ausnahmsweise kann man ja auch mal was rausschneiden. Also, bis gleich! So, ich hab's gefunden! So, ich musste nämlich letztendlich... Ah, Moment! Ah, geh doch mal kurz zurück. Hier auf der Seite, also gegenüber von der Lampe, ist hier nämlich so ein kleines Räumchen und da komme ich wieder da rein. Das wusste ich wirklich nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wo es hier angefangen hat. Schön, okay. Und das Geilste wäre jetzt natürlich, ich habe mich schon mal zwischendurch, weil ich dachte, ich hätte es schon gefunden, habe ich mich gerade auch noch mal kurz mit dem Labern angefangen. Geilste wäre jetzt natürlich, ne, wenn jetzt auch ich das Ding da nicht einfach einsetzen kann. Ich muss das Ding zumachen. Upsa. Ich muss auch momentan so oft aufstoßen. Ich bin jetzt keiner, der sich hier vor Rülpsen und sowas schämt, ne, aber das ist schon... Ist schon nicht so cool. Aber gut. Verstehen wir uns dann ja hier jetzt cooler dran. Ha, Übergang oder so. Warte mal. Einen Schritt nach vorne bitte, Lara. Ja. Nee. Einen Schritt nach vorne bitte, Lara. Ja. Oh. Jetzt aber. Ich raste aus, kann nicht sein. Bitte hältst du dich da fest. Bitte hältst du dich da fest. Dankeschön. Geht doch. Ich habe jetzt aber auch noch keine Ahnung, wenn ich das jetzt da reinpacke, ne, was ich dann machen soll. Weil ihr, aber muss da ja passieren, behaupte ich mal. War das hier? Nee. Moment, Moment. Da war das. Ich kann es aber wie gesagt einsetzen, oder? Ja, sehr gut. Immerhin etwas. Was ist jetzt passiert? Oh. Ich dachte, ich sehe wenigstens, was passiert. Ich hatte ja alles schon mal betätigt. Ich müsste jetzt eigentlich im einen Zustand sein. Okay, das habe ich wenigstens verstanden, was der Schalter macht. Das ist ja schon mal gut. Aber was der hier macht? Achso. Ah, nee, ah, hier geht's nur raus, ne? Aber muss ich jetzt hier lang? Fuck, ich weiß nicht, was passiert ist. Gab's unten noch irgendwas, wo ich dachte, alter Vater, das wäre jetzt aber mal was. Da willst du jetzt hin. Ich überlege gerade. Klar, oben auf dem Balkon. Gerne, gerne. Ui. Ja, müssen wir es leider wieder weiter erkunden. Ah, ihr habt schon richtig viel geschafft hier, wa? Ja, zwar jetzt hier echt meine Vorhänge und sowas zu, ne? Aber die Sonne scheint leider noch leicht durch. Das bedeutet, meine Sicht wird noch leicht be... Ist das da hinten? Ist da jetzt was? Ich sehe auf jeden Fall jemanden stehen, glaube ich. Ich hätte gerne ein Scharfschützengewehr. Das wäre ganz cool. Ich glaube, der ist abgehauen. Feigling! Komm her! Komm her! Komm du wieder raus? Nee. Arschloch. Feige Schweine. So was liebe ich ja. Erstmal den Dicken machen hier, ne?
Und dann sowas. Ja. Ich glaube, da fahre ich echt ein Stückchen zu tief, als dass ich mich da festhalten könnte. Da komm. Zielst du? Nee. Möchtest du nicht haben. Warum triffst du ihn nicht? Warum seid ihr alle so hässlich? Ha, guck mal, jetzt wie sieht es an. Also die Taktik, die mir genannt wurde, die kann ich jetzt hier leider nicht anwenden, weil ich sollte auf ihn zulaufen und mich dann quasi rumdrehen. Das würde mehr Sinn ergeben, als immer doof rumzuspringen. Kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Aber vielleicht gleich. Okay, das steht hier nicht. Ah, die Kulisse ist weg. Aha. Das ist doch schon mal ein hervorragendes Zeichen. Ach nee, auf ihn zulaufen. Oder einfach so töten. Nein! Ich hab's so spät gesehen. Ah, okay, dann schwimmen wir halt doch mal komplett rum. Frisst ja kein Brot, kostet ja kein Geld, ne? Scheiße, ey. Nervig, echt. Ah, ich hab dann noch zu spät gesehen. Ja, komm. Und rappeli-rapp. 31,5 Grad haben wir jetzt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel wir vorher hatten. Wahrscheinlich vorher genauso viel. Ey, so einfach nur gerade so... Die Luft ist auch einfach keine Luft mehr. Es ist einfach nur noch ein Stück Föhn. Der, welches an ist. Ah, warte. Kann ich hier hinter vielleicht? Ne. Ich glaube, ich hätte jetzt hier voll die Idee gesehen oder die Möglichkeit. Ah, guck mal, da kann ich runterfallen. Schön an der Kante entlang. Und flups. So. Und flups. Knack. Ui, okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass er noch viel tiefer geht. Schawim. Schawim. Och. Und jetzt, Dennis, nicht ins Loch fallen, bitte. Okay, die Leiche ist weg. Ui, 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 okay, es war knapp. Das habe ich so jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Warte mal. Gucken wir erstmal, ob hier irgendwas. Nee. Ah! Okay, ich habe nichts. Ja, es kommt ja noch. Alter! Scheiße, scheiße, ja, ich bin tot. Oh. Nun gut. Scheiße. Ah, wie schlecht. Ja, komm. Ich habe ja erst vor ungefähr 80 Minuten gespeichert. Das wäre auch einfach der perfekte Moment gewesen, um einfach nochmal zu speichern, ne? Aber ich, nö, brauche ich nicht. Machen wir nicht. Lohnt sich nicht. Wo bin ich jetzt hier? Ah! Ach, da bin ich jetzt. Okay, dann kann ich mich jetzt hier eh verpissen. Okay. Oder ich töte mich fast selbst. Das geht natürlich auch. Das wäre jetzt mein Plan B gewesen. Das Coole ist, worauf ich mich jetzt auch echt schon freue bei Tomb Raider 3. Die Sprintfunktion, ne? Oh, ich hab gespoilert. Nee, da kann man wirklich sprinten. Das ist echt cool. Da kann man halt... Das Problem ist, das ist aber auch im Spiel eingebaut, dass man es auch machen muss, ne? Um bestimmte Sachen zu... bestimmte Sachen zu schaffen. Das ist das Doofe. Am Ende finde ich das eigentlich ganz cool. Gerade wenn man halt so ein paar längere Wege zurücklegen muss. Gibt's hier irgendeinen Trick? Da könnte ich mir vielleicht noch helfen, dass ich besser erkennen kann, ob ich jetzt unter der Kante stehe oder nicht. Mir wäre so ein Schatten am liebsten. Warte mal, wo war jetzt die Lampe? Ah, da. Das heißt, ich muss dann jetzt nach da oben rein. Aber vielleicht kann ich... Vielleicht kriege ich das ja... Na, ah, okay. Ich nehme den langen Weg. Ihr habt gewonnen. Also, sie sich auch immer erstmal auspendeln muss, ne? Unmöglich. Nein! Wir können jetzt zurückrennen. Oder kommst du da schon direkt dran? Ja, garantiert so. Mhm, mhm, mhm. Ich habe einfach Knick in der Optik, das kann ja auch sein. So, jetzt aber. Hopp! Ja, okay, sie kommt auf jeden Fall hoch. Und es war zu weit! Ja, es war so klar. Oh, ich mag das nicht! Das ist jetzt so eine Stelle zum Beispiel, die finde ich mega anstrengend, ne? Einfach so dieses pieselige Kack nachjustieren, weil mein Auge nicht dazu in der Lage ist, festzustellen, passt das oder passt es nicht. Oh, ich bin fast wieder runtergefallen. Ah, egal. Komm. Diesmal versuche ich auch nicht ins Loch zu fallen da oben. Oder da hinten besser gesagt. So, einmal umdrehen und Schabung. Ui! Okay, dann halt nicht. Ja, es ist, ich dachte eigentlich so, dieses Rollen würde mich genauso weit nach vorne bringen, wie wenn ich einmal zurückspringe. Ist offensichtlich nicht so. Ansonsten hätte ich den Sprung jetzt nämlich dann wahrscheinlich lockers geschafft. Also auch vom Anlauf her.
Also natürlich schon ein interessantes Konzept. Da hatte ich ja wirklich Anfangsschwierigkeiten, mich da einzufinden, gerade auch im ersten Teil. Aber es halt jeder Sprung seine eigene Entfernung hat und so. Das ist schon ganz cool. Bin ich zu nah dran? Oh mein Gott! Warte mal. Vielleicht wenn ich so ein bisschen... Oh, das kann doch nicht wahr sein! Fick die Henne! Ich bin zu dumm, da hochzuspringen. Oh, geht mir gerade das auf den Sack. Alter.